Schau dir mal diese Linie an. Und jetzt schau dir diese drei Linien an. Kannst du sagen, welche von ihnen mit der ersten Zeile übereinstimmt? Und wie sicher bist du dir? Behalte diesen Gedanken im Hinterkopf und höre dir die Geschichte an. Denn die meisten Leute können die Frage falsch beantworten. Es war einmal ein 7-jähriger Junge. Am Vorabend eines großen religiösen Feiertags beobachtete er seine Großmutter, die ein zusätzliches Glas Wein einschenkte. Als der Junge fragte, für wen das Glas sei, sagte sie, es sei für den Propheten. Der Junge glaubte ihr nicht, und sein Onkel sagte ihm, er solle das Glas nur genau beobachten. Voller Erwartung beobachtete der Junge das Glas, und plötzlich glaubte er, es wurde weniger Wein. 1951, Jahrzehnte nach dem Vorfall, wurde unser Junge zu einem Pionier der Sozialpsychologie. Er war entschlossen zu erklären, was an jenem denkwürdigen Abend wirklich geschehen war. Ist ein Teil des Weins wirklich verschwunden? Oder hatte er sich das nur einreden lassen? Um die Wahrheit herauszufinden, entwickelte er ein Experiment. Es sollte zeigen, ob der Gruppenzwang stark genug sein kann, um unsere Wahrnehmung zu verändern und uns an Dinge glauben lässt, die nicht wahr sind. Das Konformitätsexperiment von Solomon Asch wurde mit 123 männlichen College-Studenten durchgeführt. Ihnen wurde gesagt, dass sie an einer Studie zur visuellen Wahrnehmung teilnehmen sollten. Jeder Student wurde einer Gruppe von 6 bis 8 anderen Studenten vorgestellt, bei denen es sich in Wirklichkeit um Schauspieler handelte, die bereits wussten, worum es bei dem Experiment ging. Die Gruppe wurde dann in einem Klassenzimmer versammelt und bekam 2 Karten gezeigt. Die erste mit einer Linie, die zweite mit 3 Linien darauf. Jeder Schüler sollte nun laut sagen, welche Linie auf der zweiten Karte mit der ersten übereinstimmt. Die Gruppe saß so, dass die Schauspieler zuerst antworten konnten, während der echte Teilnehmer als letzter antwortete. In den ersten beiden Runden gaben die falschen Studenten, auch Verbündete genannt, die richtige Antwort. Der ahnungslose Student, die Versuchsperson, sagte, was er für wahr hielt. In der dritten Runde begannen die Schauspieler eine eindeutig falsche Antwort zu geben. In den nächsten 12 Runden, die als die kritischen Prüfungen bezeichnet werden, geben alle Verbündeten eine offensichtlich falsche Antwort. Der ahnungslose Student konnte also entweder die Mehrheit ignorieren oder die Wahrheit ignorieren. Was hat das Experiment den Forschern also gezeigt? Nachdem alle 123 Versuchspersonen 18 Runden absolviert hatten, kam das Experiment zu folgendem Ergebnis. 23% der Schüler gaben immer die richtige Antwort. 72% haben sich mindestens einmal der Mehrheit angeschlossen. Und 5% haben sich dem Gruppenzwang gebeugt und immer die offensichtlich falsche Antwort gegeben. Die Arbeit von Asch zeigte auch, dass die Wirkung des Gruppendrucks erheblich abnahm, wenn nur ein anderer Schüler richtig antwortete. Das Experiment zeigte auch, dass die Meinung von 3 Gleichaltrigen ausreicht, um einen Schüler zum Umdenken zu bewegen. Eine Erhöhung der Zahl der Mitschüler über 3 hinaus steigerte den Grad der Anpassung der anderen nicht. Oder anders ausgedrückt, wenn 3 Leute etwas offensichtlich Falsches sagen und es niemanden gibt, der ihnen widerspricht, stimmen viele von uns der falschen Antwort zu. Wir fangen an zu lügen, weil wir den zutiefst menschlichen Wunsch haben, uns anzupassen. Seitdem wurde das Experiment von Asch viele Male erfolgreich wiederholt und der Effekt ist nach wie vor signifikant, insbesondere bei Frauen und in homogenen Gruppen. Im Jahr 1955 sagte Asch bekanntermaßen, die Tendenz zur Konformität in unserer Gesellschaft ist so stark, dass halbwegs intelligente und wohlmeinende junge Menschen bereit sind, weiß als schwarz zu bezeichnen. Das ist ein Grund zur Sorge. Es wirft Fragen über unsere Erziehungsmethoden und über die Werte auf, die unser Verhalten leiten. Was glaubst du? Hättest du dich angepasst oder wärst du bei der Wahrheit geblieben? Siehst du die Wirkung von Asch in deinem täglichen Leben oder in den sozialen Medien?
Und was können wir als Erwachsene oder Erzieher tun, um jungen Menschen heute die Kraft zu geben, aufzustehen und die Wahrheit zu sagen? Teile deine Gedanken in den Kommentaren unten mit.